Dann fangen wir hinten an. da wird man gepickt. Der wichtigste Spieler in der Saison. Beste Spieler. Die Zeit, die am Schluss ist, alle spielen. Die Zeit, die am Schluss ist und wo alle spielen, die nicht. Der beste Spieler, wo man einen Wurf braucht während des Spiels. Go-To-Guy. Was nennt Coach Spieler einen Donut? Wo man 0 Punkte macht? Nein, wenn man sich bewegt mit den Füßen in einer bestimmten Art und Weise. Die Serben haben ein bestimmtes Wort dafür. Der Deutsche hat ein sehr klassisches Wort. Was im Himmel ist. Was ist im Himmel? Was? Gott? Der Mond und? Die Sonne. Und? Was ist diese? Was drumherum? Planeten. Meine Fresse. Was sind Planeten? Sterne, all das. Und jetzt? Überleg mal. Man läuft. Sternschiff. Das war wunderbar erklärt. Also. Bro. Erstmal hast du mit Milan angefangen, ich habe nie viel Milan gespielt. Ja, okay, das war. Dann hast du mit Serbisch. Pivot. That's English, bro. Die Serben sagen alle Pivot. Pivot. Bro, ich habe noch nie in Serbien gespielt, hatte noch keine. Spanier sagen immer. Du kannst doch einfach nicht draufschauen. Er macht zu. Wenn man mit einem Foul trifft. M1? Ross Westbrook ist sehr gut drin, Oscar Robinson. Ja, Triple Doubles. Du machst das sehr gerne während des Spiels. Jubeln? Nee. Fouls ziehen? Nee, faulen? Das nervt manchmal ein bisschen. Trash Talk. Was Alba damals gewonnen hat als erste deutsche Mannschaft. Kovacic. Nice. Das machst du auch manchmal. Ein sehr gemeines, hartes Foul gehen. Screen setzen? Nee, es ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Das machst du auch geahnt. Im Spiel. Technisches Foul und Sportliches ja, Foul? Ja. Wenn man nichts trifft beim Wurf. Airball. Die erstbeste Liga in Europa. Euroleague. Das machst du auch sehr oft im Spiel tatsächlich, wenn der Schiri denkt, dass etwas passiert ist, aber es ist gar nicht passiert. Technisches Foul? Nee. Diskutieren? Nee. Zurechtweisen? Lässt es so aussehen, als wäre etwas. Knochen? Mag ich. Ja, also viel dabei. Ich mach eigentlich alles. Und von dir das Auge. Trash Talk. Das gehört, was du auch für zurechtweisen.